Wir dürfen eine Festung infiltrieren. Hm, nice. Infiltrieren hört sich eigentlich für mich so an, was wir in Tiefgold getan haben. In dem Level, wo wir den Wind-Talisman gestohlen haben. Das fand ich recht cool, das Level. Hm. Hier darf man sich durchschnetzeln. Oh. Ah, der ist ein zerstörter Schrein. Na gut. Ja, Jingle, das ist ein zerstörter Schrein irgendwo in Bloodgrove. Laut Karte. Ja. Ich gehe an das Soul Bastion. Wir haben noch die Überreste. Ich will nicht mit dir reden! Ich wollte nach oben laufen, an dir vorbei, Spielmeister. Hattest du schon Glück bei der Wiederbeschaffung der Insignien? Jo. Danke für dich, mag das wie eine kleine Geste aussehen, aber du hast geholfen, die Gefallenen der Legion zu ehren. Und das vergessen wir nicht. Bitte nehmen diese Eisenstücke als Entschädigung. Es ist das Mindeste, das wir im Gegenzug tun können. Okay. Boah, dankeschön und was auch immer. So, jetzt zu den Totenbeschwörern. Wir haben ja jetzt Überreste. Die Totenbeschwörer. Die Tote. Soul Bastion. Mein Portal, nicht wahr? Crow ist festgehangen an. Ah, Crow. Eingang, Ausgang, was auch immer. An der Scheune. Ich dachte, ich hänge immer an Eingängen fest. Das benimmt jetzt Crow. Das benimmt jetzt Crow. Ist jetzt so ein Fett geworden. Hey! Okay. Meister Varuk. Hast du getan, worum ich dich gebeten habe? Ja, ich habe die Überreste. Wir haben aber zwei. Du hast die Grube der Verzweiflung betreten und bist unbeschadet herausgekommen. Beeindruckend. Vielleicht bist du wahrlich dem Orden würdig. Falls du Interesse hast, ist die nächste Aufgabe eine Gelegenheit, um die Feinde der Legion anzugreifen und unsere Sache zu dienen. Ja. Gehen wir jetzt in die Festung nebenan, treten die Tür ein und treten den in ihren kleinen Ärschen? Was gibt es denn? Chitons Kult hat Erfahrungen mit Beschwörungsritualen. Etwas, das wir zu unserem Vorteil nutzen können. Wir werden alles nehmen, was wir vom Kult benötigen, während wir ihm dabei lähmen. Interessiert? Klar, red weiter. Der Kult benutzt chitonische Siegel der Bindung, um die Rifts der Lehre aufrechtzuerhalten. Viele seiner mächtigeren Mitglieder führen sie ständig mit sich. Sollte dem Kult die Siegel verweigert werden, werden sich seine Rituale destabilisieren, sodass er seine wertvolle Verstärkung nicht erhält. Ihr Verlust ist unser Gewinn. Bringen wir die Siegel, damit wir sie zur Instabilierung unseres eigenen Rituals verwenden können. Stabilisierung schickt nicht Instabilisierung. Ja, es instabiler machen. Also. Ja, wir klauen die Dinge, machen sie instabil und benutzen sie für unsere eigenen Rituale. Was zur Hölle? Warum auch nicht? Genau, jetzt dürfen wir Teile davon sammeln. Drei Siegel der Bindung. Aber erstmal gesamten Bloodgrove erstmal von Gegnern entleeren. Ach, da ist er schon, zum Stolzen Schrein. Hm? Habe ich vorhin gesagt, der ist ja hier. Irgendwo mitten im Waldgrove, Zerstörerschrein. Irgendwo mitten, überall. Ah, da unten ist er schon. Der ist schon da unten in der Sackgasse. Die Sackgasse. Was möchtest du denn?
elektronisches Siegel der Bindung und geweinte Bandage habe ich. Sehr schön. Devotion! So! Rein. Wir können schon alle komplett haben. Skillen. 19. Habe ich 19 von 20. Ich kann Schicken einen Tsunami beschwören. Yay. Heraufrufe, was auch immer. Eine Wasserschwall stößt auf alle Feinde herab, die bedauerlicherweise vor dir stehen. Das fand ich recht amüsant, als ich hier offscreen durchgeguckt habe und das gesehen habe. Habe ich mir so gedacht, das kann ich doch als nächstes holen. Triade. Ja. Kann auch heilen. Ich könnte dann Triade skillen. Und dann etwas, was sind beide verbindet. Also ursprünglich und Ordnung. Da musste ich ja eigentlich sobald wir. Ja, Skarabäus. Wohlgeblockter Schaden. Ja, sobald wir den nächsten Devotion-Punkt haben, kann der Phönix angefangen werden zu skillen. Schild mal, brauchen wir Schild? Oder ehrwürdiger Wächter? Und ich ehrwürdiger Wächter als nächstes. Cool. Hm. Ich glaube wahrscheinlich eh nur bei Gegnern. Wieso, was hast du vor? Ich wollte da Furcht machen. Schnuppels. Die langen Zungen. Ja, ich bin verrückt, dass ich Dämonen mag. Also süß finde, meine ich. Wo war der Blutkinder? Ich mit dir. Wenn schon sonst nicht siegen. Auch von den Stehlen. Sehe mich gerade nicht. Der hat ein bisschen entzogen. Maske des Deliriums hat angerufen. Ja, gewährt Fähigkeit. Wahnsinn. Möchtest du es haben? Nur weil ich Chiogora bin. Nein, weil du Chicken bist. Das schlimme Chiogora. Ist das jetzt ein Kompliment oder ein Beleidigung? Kannst du nicht sehen, wie es möchtest. Eigentlich müsste ja so ein erhöhter Schaden-Output passieren, wenn ich meine Tsunami-Welle mache oder hinterher dieser Blitz kommt. Oh, so, dann ein bisschen satt. Okay, Straße entlang. Ja. Ach, getötet alles vorher weg. Block. Nein, sie haben die Straße blockiert. Es geht nicht mehr weiter. Ja, wenn du doch nur jemanden kennen würdest, der einen Tsunami beschwören könnte. Ja. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 35%. Bro, was soll das? So hast du den Feind getötet. Ja, Crow, das machen wir hier nicht. Ich will Leute feucht machen. Da gibt es einen Crow, der macht den Leute feucht. Nein. Noch nicht. Ah, das hätte ihr vorher. Definitiv nein. Oh, okay, ist ziemlich viel RT hier vorher. Türchen ja, ist. Ich war ziemlich weit unten mit meinem Leben. Türchen ist. Hier ist es sein. Was ist fertig? Was ist fertig, wie es gehört ist? Warten, Kassalt, ich mach nicht die Untoten. Ja, man kann da durch, das ist eine Straße. Straße. Ja, man muss jedes Mal auf die Karte schauen. Oh, natürlich blockiert.
Zauberstab. Ohne dass ich das eingesammelt habe. Ich wollte schon einsammeln, das gesehen, dass auch Chicken das eigentlich dumm ist. Es scheint wie ein Mundgeruch, wenn das rauskommt. Diese Vampirbälle. Okay. Ja, so ein comic-artiges Mundgeruch-Geräusch. So. Ja, Blattdorf ist ziemlich groß. Wieder ich. Erste Situation, hey. Verdammte Wälder! Warum sind die immer so groß, unübersichtlich und was auch immer? Und damals in Tales of Phantasia. Hab ich den Wald verflucht. Immerhin haben wir hier eine Karte. Ja. Keine doofen Tiere, auf die man immer achten muss. Verdammte Eichhörnchen. Naja, Nase. Hey, DC. Oh nein, so juckt zurück. Ah, kann man drüber. Versuch ich. Ruhe. Ah, diese wunderschönen versteckten Bereiche. Nein, Stein. Ich glaube, da war der Baum schon. Ah, da haben sie jemanden abgehängt. Und die haben einen Altar. Großer Baum. Umhang des weinenden Auges. Großer Baum, mit dem Leute aufgehängt werden. Warum? Ich dachte, sie lassen Leute ausbluten, nicht daher aufhängen. Vielleicht die Leichen, die ausgeblutet sind. Chitonisches Rift. Ah, das ist das. Können rein, wenn du willst. Okay. Sterbe ich jetzt? Nein, nur wenn du stirbst. Müssen aber einen Ausgang jetzt mal suchen. Nehmend! Monsterangriffe verlangsamen die Gegner, aber sie greifen langsamer an. Wo bist du eigentlich? Ach, da. Sind wir an verschiedenen Orten gelandet im Rift? Ja. Yep. Ach, so, ja. Keine Sorge, ich habe ja dich ja gerade gesehen. Und wir müssen jetzt den Ausgang suchen. Aber immerhin sieht die Welt cool aus. Die ganzen Knochen, die aus dem Boden rausragen. Und Teile der Realität, die einfach hier sind. Ah ja, ein neuer Gegner. Die Obsidian. Ich glaube, wir sind schon im Nether. So sieht der Nether nicht aus. Ich glaube, der Nether vom Nether würde das aussehen. Keine Sorge, wir können immerhin die Rift Gates greifen. Ja, eine neue Dimension könnte man im Jahr einführen. Japonische Dimension. Ah ja, es gibt drei solcher Rifts im gesamten Spiel. Bereich. Ja. Also im Hauptspiel, auf den anderen. Wenn uns sowas gab, weiß ich nicht mehr. Pass auf, die stehen links gerade. Stehe ich zurück? Hm. Ah ja, was sprengen. Dann tränke ich ihre Nummern. Oh, verdorbener. Ich kann eine kleine Tsunami-Welle heraufbeschwören. Zu 35%, wenn ich angreife. Ja. Schatzfund! Ja! Sprengen wir sie mal auf. Ach, deswegen hat Raffi mich die Truhe öffnen lassen. Der sonst immer alles öffnet. Warum ist das? Ja. Hey, Leute. Ich bin wieder ein großer Oschi. Oh, shit! Mhm. Ist?
Weil ich jetzt schon unter Bart festgehalten bin. Mach doch mal einen Sinn nach. Echt? Auch Sinn, Zuschauer? Schöne Metalle der Aldeet hineingesogen wurden. Mit Felsen hier, die stammen. Ah, ja, das ist aus dem Tour. Wenn ja, war dann nicht so gut. Ja, war für mich auch nicht Sinn. Geparzt, wie geparzt. Das ist wahr gespielt. Ja, ein Haus hier eingesogen. Ich würde sagen, hätten wir zumindest nicht verpumpt für die Nacht, aber dann hat er überhaupt keinen Platz. Mit dem Fahrzeug. Oh. Beschwörungen. Ja, es gibt noch, wie gesagt, drei dieser Rifts. Und muss sogar für eine Nebenaufgabe der Rover in alle drei. Weil sie es nicht selber machen können. Die verdammten kleinen Birnen. Ich will ja auch nicht alles machen. Checken Sie, weil ich Birne alle beleidigt. Vorbote. We can't do that yet. Ja, das Vorbote und Tod in meinem Lebenskraft senken, ist nervig. Glühbirne. Weg mit der Schädel. Mehr Obsidian Typen. Die Vorschulstufe, ja, zu meiner Stufe 2 rein. Hey. Ja, toll, wenn sich das mit jeder Stufe die Prozentwahrscheinlichkeit erhöht. Oh ja, das wäre echt toll. Weil maximal 50 oder 60. 35. Maximal 50. Ich glaube, wenn man 50 oder 60 Prozent haben könnte, das wäre auch. Das war ein Gedien. Blutsauger der Leere. Dann triggert das so oft wie Ramots Flammenkörper in Pokémon. Keine Ahnung, was ist. So, Ausgang ist schon mal nicht hier. Also im anderen Teil dieses Kontinents oder was soll immer sein. Ach, schon Wüste. Super. Ja, alles auslöschen. Ein Mago Terror der Leere. Plasma. Oh, Bäckereihandelwagen. Ah, da ist der Rift. Der Rift. Wird aber, glaube ich, nicht auf der Karte angezeigt, ne? Nee. Also, ich muss merken, wo er ist. Ich weiß schon. Eigenes kann man nicht einfach aufstellen, oder? Doch, eigentlich können. Und ist eine. Für L, aber ist nichts passiert. Echt? Okay, bei mir auch nicht. Na verdammt. Ja, gut, unten ist auch das Symbol weg. In der Leiste. Echt? Oh, stimmt. Ja. Ich hatte eine. Ich hatte die Erinnerung, dass man hier machen kann. Achso. Geht's. Naga, da die große Sturm. Ich soll keine Finger. Jetzt fangen wir wieder mit den alten Geschichten an. Berühmtes Apothekers. Hey, berühmtes. Hast du Schaden genommen, besonders als sie sich als dichtes grüne Mistvieh im vorletzten Level verfolgt hat? Aus Panik 3 Gaspfeile verschwendet hast, aber hey. Na gut, was heißt verschwendet? Der dritte hat getroffen in meinem panischen Hysteriezustand. Ich wollte sagen, ich habe gerade Handschuhe des Apothekers gefunden. Ich weiß nicht, was sonst vom Apotheker ist. Welche Teile? Schick mir noch viel mehr Apotheker. Dann. Cool. Naja, wir werden ja nicht gerade beliebt bei den Dämonen, die man sieht dann.
können mich mal. Einschalten. Die anderen bin ich auch nicht beliebt, also von daher. Ah. Wenn du wieder Laune hast. Felsen. Ja, das hört sich so an wie, sorry, checken heute kann ich nicht, ich hab Migräne. Aha. Ja, weißt du, ich wollte mit den Jungs ausgehen und naja, kannst du verstehen. Und dann faul jetzt den ganzen Tag zu Hause. Ja. Und dann sitzt Chicken wieder bei uns in der Ecke. Ah. Warte mal. Wow. Ja, ich verteile gerade so lange. Wenn diese Leute hier sein Zimmer. Nee, nee, nee. Ihr sollt wegbleiben! Bleibt alle weg! Nicht nur in-game, sondern auch out-game. Ach, wir haben sogar fast alles erkundet, nur noch eine kleine Fläche. So wieder da. Eine kleine Fläche muss noch erkundet werden. Ah. Na, aber dass du angemeckert, wo bleibst du, Rapi? Du musst doch Gartenarbeit machen. Ja. Ich kann noch nicht raus, wo alles vernichtet wurde. Hab ich nicht gesagt, 17 oder 18 Uhr? Obwohl, wie... Ja, wie gesagt. Ja, wir haben schon knapp 6. Egal, die sollen jetzt warten. Ja. Es gibt nämlich umsonst noch ein paar Millionen, Billionen Menschen, die ja noch mitmachen können. So, gerade forschen. Das muss ich nicht so aufregen. Ja, Xenobäume. So, das werde ich. Kann man direkt schnell verkaufen gehen. Ach, ich hab's mir sogar gemerkt. Manchmal das hab ich auch gemacht. Hat sich einmal was gemerkt. Ah. Ich krieg Chicken und Keks. Wo ist das Driftgate-Ding? Wo ist Chicken? Ach, Chicken ist da. Ich bin ganz woanders rausgekommen. Ich auch. Wow. Ja, die Dinger sind sehr eigensinnig. Random. Ich sehe schon. Ah, sollten verkaufen gehen. Ja, und dann bis zum nächsten Rift durchschlagen. Ich glaube, das liegt dann irgendwo hinterm Fluss. Ach komm, gehen wir immer nach Homestead. Ja, schon. Ach, was war ich da? Der links ist doch hinter. Ah ja, und die drei Typen, die wir gerettet haben, sind da oben bei der Fräulein Tagebuch. Fräulein Tagebuch. Und die letztes Mal ihr Tagebuch gefunden haben und durchgelesen haben. Und gesagt hab, Chicken, nee, nee, ich hab's nicht vorgelesen, zwinker, zwinker, naja, du hast ja angezwinkert, nicht? Äthergeschosse. 5% bei Angriff. Sind einen konzentrierten Schwall von Ätherenergie in Richtung der meiner Feinde. Hm, muss ich mal gucken aufs Screen, ob ich das anziehe oder nicht, oder was auch immer. Mal schauen. Chaos Blitz. Feuerschaden. Dann fliege ich mal Elementarschaden mit. Feuerbau. Oh, nicht besser, Kieferknochen komplett. Gesundheitsregeneration. 50% physischer Schaden, 20% Wundschaden, 12% Finesse und 1% Angriff. Chaosblitz. I'll give you a good price for what I've got left. But it's a good use. So. Ja, noch eine halbe Stunde. Ja. Oder bis wir noch einmal was ohne dich machen. Oder bis wir beim Riftgate sind. Soll nicht mehr so verweichtlich sein. Und rumheulen. Kleine Kiesels. Und keine Blaubeeren bekommen. Ja, sorry, Kiesel, ich hab nur Erdbeeren. Ich werde sie sicherlich nicht blau anmalen, nur um dich zu pleasen. Also schwarze Gebären geben.
diesen Brombeeren. Schmuggler. Oben. Ah ja, und. Mich erstmal hier zurechtfinden. Was hast du eigentlich vom Apotheker bereits? Teile. Das ist, glaube ich, schon ein Zeichen des Apothekers, was ich schon letztes Mal gegeben habe. Ja, die Kette und die Hände. Ja, Hände habe ich auch. Berührung des Apothekers. Oh, ist das safe? Also fehlt nur. Injektion. Oh, das weinenden Auges, ja. Das ist eine weitere Injektion. Ja. Austauschen, da ist Erwachen. Ich glaube, es. Halt. Ich glaube, es ist eigentlich für. Wie ist denn die Meisterschaft? Arcanist. Kann ich nicht sagen. Arcanist-Meisterschaft. Oh je. Der Chicken wurde eine Quest aktualisiert, ne? Oh, hallo. Ah, Chicken, du hast doch niemanden getötet. Was? Egal. Wen hat Chicken getötet? Keinen habe ich getötet, ist ja die Sache. Okay. Heiliger Boden, das müsste neu sein. Erde aus dem Fundament der Hinkelsteine Menhirs. Plus 6 Verteidigungsqualität, plus 1% Verteidigungsqualität, plus 2 Gesundheitsregeneration pro Sekunde und 3% Elementar. Ja, spannend. Cool. Ja. Da schon mal Wolf geht übergestellt. Dass man nach unten gesogen wird. Nee. Ich muss erstmal ein paar Sachen rauswerfen und sie neu einsammeln, damit sie gesteckt werden. Das ist so ätzend. Mal sehen. Ich glaube, wir werden das nächste Wendigo Totem skillen. Totem. Haben wir neben Krone weitere Heilquelle. Wie meinst du? Ich hab mich noch gar nicht geskillt. Achso. Chicken, hast du nicht geskillt? Oh nein. Chicken, hat sich keinen Bock geskillt. Ich könnte eigentlich jetzt das weitermachen, aber ich habe eher jetzt Lust, mein Indignation. Dann machen wir Indignation. I want Indignation! Wir stopfen jetzt alle in die Okkultistmeisterschaft. I want Indignation. Und das hast du dann erstmal eine Komödie? Nein. Indignation, Indignation. Oder Höhlenhundi skillen. Ich hab doch schon Crow. Ja, ich weiß. Ja, und du kannst auch einen Höhlenhund nebenbei. Kann ich eigentlich schon abgeben. Meine Höhlenhund und Crow kannst ja gemeinsam schwören. Ja. Jack und Crow. Wer ist dann you say? Keine Ahnung. Ja, weil you say so liebhafte Augen hat. Meister Warok, ich habe 3 Siegel dir beschafft. Diese scheinen noch im guten Zustand zu sein. Wenn wir Malkada in diese Welt zurückbringen, werden sie äußerst nützlich sein. Als nächstes benötigen wir eine Quelle aus arkaner Energie. Ich habe auch schon etwas im Sinn. Okay, und was ist das? Das Ritual der Auferstehung erfordert mächtige Beschwörung und eine ebenso mächtigere Energiequelle. Ohne sie würde das Ritual die Beteiligten leersaugen. Kann ich auch machen. Das würde nichts als verkümmerte Schalen von ihnen übrig bleiben. Wie können wir das denn verhindern? Ätherische sind eine Manifestation des Äthers, eine Quelle aus reiner arkaner Energie. Je mächtiger der Arkan, der Ätherische ist, umso heißer wird sein Geist während des Rituals brennen. Ich habe meinen Tsunami, ich kann ihn abkühlen. Aber der muss heiß brennen.
schicken. Aber Chicken, der soll ja heiß brennen. Das ist der Sinn. Aber Hades Haare werden auch ständig ausgepustet. Im Norden Fort Haron liegt der donnernde Steinbruch, der voller Ätherfeuer ist und eine Front für die Ätherischen in dieser Region ist. Reise dorthin und spüre eine Ätherische namens Noveria Stormfire auf. Sie war einmal eine große Zauberin, aber jetzt ist sie für die Ätherischen nicht mehr als eine Spielfigur. Ich werde dir einen Segen des Ordens geben, der dir dabei hilft, ihre Fähigkeiten die Stirn zu bieten und ihre Essenz aufzusammeln. Namen des Ordens. Vernichte Noveria. Okay. Ein Ort. Okay. Dann rennen wir mal zum Rappi zurück, der hoffentlich noch bei seinem Riftgate steht. Wenn nicht, werde ich ihn nie wiederfinden. Sorry, Chicken, ich habe mal ein neues Riftgate geöffnet, über einer Spinnengrube. Und wenn du jetzt durchgehst, wirst du reinfallen. Und psychisch werden, genau wie gestern. Das geht auch nicht. Als du durch die Toren gewandert bist, von der bodenlosen Grube, und dann standst du plötzlich in einer gigantischen offenen Spinne. Notiz an mich, keine Dungeon rückwärts laufen. Schon mal im Fluss weiter. Gut, dann haben wir hier noch in dieser Seite Flusses alles erkunden. Ist ja nicht mehr viel zu erkunden. So. Okay, ist noch der Bruchstein auf der anderen Seite zu erkunden. Da müssen wir wohin diese Ätherische suchen und vernichten. Und deren Essenz mitnehmen. Oh. Ah. So, ich, geht schon da? Ja. Gut. Also, wir jetzt schon aufnehmen. Aufnahme beenden. Auf Ikon. Auf Dark Vale. Frotaron. Stoner Steinbruch. Voll Stone, der Steinbruch. Viele Orte, zu denen wir hinreisen können. Naja, wir können pausieren und später weitermachen, oder? Weil es ja die Arbeit ruft. Wir können auch morgen weitermachen. Okay. Also, neu ist halt schon dann morgen. Okay, gut. Also, wir sehen uns dann für die nächsten Aufnahmen. Es wird wieder mal eine freie Nacht. Wie all diese Ortschaften. Gut. Erreichen und erkunden werden. Andere Dinge auch noch und da Leute töten und irgendwas anderes. Ja, Holz brauchen wir auch noch. Das ist alles auf dieser Seite des Flusses. Schau dich mal um. Wo sollen wir in dieser Gegend bloß Holz auftreiben? Kann mir das einer mal verraten? Vielleicht das ist doch eine unmögliche Aufgabe. Wie sollen wir hier nur Holz auftreiben? Hä? Keine Ahnung. Wie sollen wir hier nur Holz auftreiben? Ich weiß nicht. Das verlangen Leute von uns. Das werden wir noch niemals schaffen. Vielleicht müssen wir ausbuddeln. Ja. Wir haben keine Schaufel. Ah, na gut. Gehört es, weiß es so nass. Ja, kurze schaufelt. Ja, der hat ja schöne... Es so schlau wäre, Crow schaufeln zu lassen, das ist, glaube ich, weniger effektiv. Hm. Deswegen... Oh, schon wieder Hühner, weil die so schön schaufeln können mit den Füßen. Ja. Brauche ich jetzt einen Hund? Weil im Hühnerstall haben die auch weiße Löcher im Boden gebuddelt. Komm mal her! Vor dem Hühnerstall haben die auch weiße Löcher gebuddelt. Na gut, dann aber bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss.